Okay, und damit sind wir wieder bei Minecraft Hardcore, immer noch in Version 1.18, deswegen arbeiten wir auch heute wieder hier weiter an Crossroads Tempel, da wir ja beim letzten Mal nicht fertig wurden. Aber ich möchte auch, je nachdem wie es mit der Zeit hinhaut, deswegen sammeln wir erstmal das Material, während hoffentlich die Welt noch ein bisschen reinlädt. Sammeln wir das Material für das erste große, nee nicht das erste große, das erste mittlere Wohnhaus, wo wir dann vielleicht auch schon den ersten Villager-Breeder integrieren können, dass wir mal die zwei Villager aus dem Nether holen, weil die sitzen da jetzt bestimmt auch schon ein paar hundert Tage. Ich muss jetzt gerade nur gucken. Wir brauchen Schulkerboxen. Ich würde mal vermuten, so zwei Stück. Und dann, genau, Load Schematics. Ich will diese Materialliste. Okay, wir brauchen gar, okay, das hier fällt komplett weg. Wir brauchen gar nicht so viele verschiedene Sachen. Krass. Okay, schauen wir mal. Polished Andesite ist hier oben und Smooth Stone ist unten. Na, Andesite haben wir jetzt nicht so wenig. Wie viel brauchen wir denn? Das soll reichen? So, Stone Bricks. Cut Sandstone. Wo ist Sandstone? Sandstone ist doch auch hier auf der Ebene. 61. Ja, stimmt, fürs Dach. So, Cut Sandstone bekam man, meine ich, mit
dem Stonecutter raus. Schwarzes Terrakotta, dafür mache ich nicht den Superschmelzer an für 35 Stück. Warum Black Glaze Terrakotta? Haben wir schwarzes Terrakotta hier oder müssen wir es erst einfärben? Wir müssen es erst einfärben. Ah, wir haben hier sogar noch. Genau. Eine Clay Farm brauchen wir dann mit 1,19 auch definitiv. Ist ja dann zum Glück relativ easy. Einmal für Matt und einmal für Clay halt. Das Zeug ist dann endlich richtig erneuerbar. So, oben ist ein... Moment. Doch, wir müssen es einfärben. Dann können wir es oben reinpacken. Inkstack. Hier, wir haben einige. Und was ich auch gemacht habe, ist, ich habe jetzt die Game Rule aktiviert, dass keine Phantome mehr kommen. Ich hoffe zumindest, dass es jetzt funktioniert hat. Weil das hat sonst einfach keinen Zweck. Ich habe extra den Tag notiert, ich halte das fest. Ganz ehrlich, ist mir egal, wenn das für manche dann nicht mehr richtig hardcore ist. Also, ich glaube, Phantome wären nicht das, was mich getötet hätte. So, Stormbricks haben wir gerade keine hier. So, wir brauchen sogar nur die eine Shulkerbox. Das überrascht mich gerade ein bisschen. Als ob wir so... Okay, gut, Stormbricks machen, glaube ich, einen großen Teil aus. 180. Das heißt, da brauchen wir 3 Stacks. Wir nehmen einfach hier mal ein bisschen mehr von mit. Shit, ich glaube, ich wollte sagen, wir brauchen auch schon noch ein bisschen mehr. Aber Yellow Terracotta haben wir. Stimmt, ich habe die Liste ja extra gekürzt, dass das nicht total übertrieben ist. Yellow Terracotta haben wir direkt, was wir brauchen. Rotes Terracotta müssen wir erst machen. Aber wir haben ja genug roten Farbstoff. Chiseled Stone Bricks brauchen wir 9 Stück. Das ist auch kein Thema. Polished Andesite Slab. So, haben wir Rosen hier? Oder Poppies besser gesagt? Ja, haben wir. Polish Deep Slate. Ach ja, das war die Geschichte. Das Zeug müssen wir, glaube ich, erstmal normal abbauen. Weil das ja mit dem frisch abgebauten nicht geht. Achso, warte, die blaue... Nee, die blaue Schulkerbox ist da hinten. Das ist so komisch, dass wir aus dem Cobbled Deep Slate... Ja, Cobbled Deep Slate, dass wir da die Polished Sachen rauskriegen. Das ist so kontraintuitiv. So, und Chiseled Stone Bricks. Um 9 Stück.
Dann brauchen wir gar nicht so viel. Moment, das tun wir weg, das tun wir weg. So, dann machen wir nämlich auch gerade. Moment, ich höre Dinge. So, die Material List. Wo ist die jetzt? Wie kann ich die ausmachen? So. Gut, weil die brauchen wir dann nämlich nicht. Das ist gleich durch. So, jetzt haben wir die Felder gemacht. Ich muss mal gucken. Wir müssen irgendwie an Karotten rankommen. Ich meine, wir hatten auch 100 pro schon welche. Ich habe sie, glaube ich, einfach nur immer weggeschmissen. Ja, wir können mal kurz gucken, ob wir vielleicht doch irgendwo in einer Kiste sie haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe die immer weggeschmissen, weil ich immer gedacht habe, braucht doch eh kein Mensch. Orange Tulip. Ne, sieht nicht gut aus. Ach, schon wieder irgendein Enderman, der irgendwo Sachen abgeliefert hat. Die Creeper machen mir einfach nur Sorgen wegen der Explosionen. Also wegen dem Schaden, den sie halt in der Umwelt anrichten. So, das Ding ist, ich glaube, müssen sie es in der Hand halten? Oder droppt es auch so? Mit Looting ist es, glaube ich, nur 5% oder 5,5% Chance, dass sie was droppen, was sie in der Hand halten oder so. Also jetzt nicht mega hoch. Doch, nee, Eisen hat er jetzt so gedroppt. Das ist auf jeden Fall die gleiche Loot-Table. Hallo Spinne. Okay, Dynamic Light kommt, glaube ich, nicht so ganz hinterher. Naja, wir finden schon noch eine Karotte. Wir müssen uns einfach nur merken, dass wir sie beim nächsten Mal dann wirklich halt auch behalten und nicht wegschmeißen. Wobei ich glaube, ich nutze vielleicht gerade noch die Gelegenheit, solange es Nacht ist. Weil wir müssen sowieso erstmal gucken. Wir brauchen Schaufeln. Idealerweise die hier. Das brauchen wir eher nicht. Aber wir brauchen wieder die
Sense wahrscheinlich. Und den Rest sehen wir dann. Also wer sagt, dass hier so eine fette Front kommt, das finde ich noch nicht so cool. Und da drüben halt auch. Also das mit den Feldern möchte ich schon noch fertig kriegen. Was sagt denn die Zeit? Mond? Da. Es ist Neumond, deswegen sieht man ihn fast nicht. Aber die Nacht ist gleich vorbei. Ich denke, wir sollten den Pfad vielleicht schon mal weiterführen. Ich habe tatsächlich extra offscreen ein paar... Pack diese Witch doch einfach Gift und Slowness auf mich drauf. Also sagen, ich habe extra Sand, roten Sand und halt diverse Concrete Powders durch den... What? Schematic Mode? What? Was habe ich denn jetzt gemacht? Liegt es daran, dass ich Sticks in der Hand habe? Okay. Ja, ich glaube, das ist mit... Ich glaube, weil Lightmatica auch ein paar Bedienelemente von World Edit oder so verwendet. Also keine Sticks in der Hand haben. Genau das hier kriegen wir hoffentlich auch noch ein bisschen schöner. Das hier muss langfristig auch wieder weg. Aber ich weiß noch nicht, was ich damit mache. So, ich hole mal kurz zwei Schulker Boxen und ich hole nochmal den Stonecutter raus, weil den werden wir öfter brauchen, glaube ich. Das Ding ist, die Bewässerung funktioniert sowieso nur auf dem, auf der gleichen und ich glaube ein Level unter dem Wasser, deswegen können wir das hier nicht hochführen. Das heißt, hier machen wir einen harten Schnitt. Ja, wir machen hier einen harten Schnitt. Und haben dann hier ein Geländer. Ah ja, genau, hier war das hier. Na, ich hatte extra schon vorgesorgt.
Das ziehen wir durch. Wir töten dann, glaube ich, auch einfach alle bis auf 2 Kühe. Also 2, falls wir sie wieder züchten wollen. Aber der Rest zieht einfach nur unnötig die Performance runter. Ich meine, es sind nicht mehr so viele. Aber trotzdem. Ich habe auch langsam das Gefühl, dass ich meinen PC mal wieder upgraden muss, weil das wird langsam einfach. Es ist nicht mehr schön. Ich glaube, mit Shader bringe ich die 1070 doch schon an ihre Grenzen. Vor allem halt jetzt mit 1.18, wo die Welt nochmal größer ist. Der Sand wirkt gerade voll hell. Aber es liegt wahrscheinlich einfach an der Sonne. Gibt es den Begriff Sandblind? Ich meine, es gibt ja Schneeblindheit. Aber gibt es das auch für Sand? Ich meine, bestimmt, oder? Ganz ehrlich, weg mit dem ganzen Sandstein hier. Tschüss, Flint. Hier.
Ich hoffe, das ist auf der anderen Seite etwas angenehmer. So, ich denke, das ist aber okay. Einmal noch spawnproofen. So, ganz ehrlich, wir töten die Kühe. Was ich vielleicht auch mal schauen muss, ich weiß nicht, ob es im Singleplayer so relevant ist, aber Hopper können ja auch ziemlich viel Lag verursachen, zumindest auf Servern. Aber man kann das reduzieren, indem man einen Komposter draufsetzt, weil das die Art und Weise verändert, wie Hopper Updates durchführen. Wenn nichts über ihnen ist, also kein Inventar, dann checken sie ja die ganze Zeit für rumliegende Items auf ihnen. Und wenn etwas mit einem kleinen Inventar auf ihnen ist, dann machen sie halt immer nur den Check für einen Inventarslot. Was natürlich viel weniger Performance frisst. Also ich glaube, das muss ich halt echt mal versuchen. Was wir halt jetzt umgehend tun können, ist die Kühe töten. Wir nehmen mal Sandstone gerade mit, zumindest ein bisschen. Aber Erde brauchen wir. Ich muss auch mal ein bisschen Erde herstellen noch. Ah, hier brauchen wir noch Sandstone. Ja, Moment, das machen wir anders. Das gefällt mir gerade nicht. Da müssen Slabs hin. Ja. So, dann kann ich das auch mitnehmen.
Merkt ihr etwas? Merkt ihr diese Stille? Es ist wundervoll. Soll ich anfangen zu schreien? Es ist nicht mehr so still. Tu dir keinen Zwang an. Bei den Highlights wird es eh nicht sein, weil das hier jetzt gerade die Replay-Mod-Aufnahme ist. Und ja, okay. Hier, das läuft noch raus. Das ist aber okay. Das löst sich gleich von allein. So, das ist fast durch. So, hier wollte ich ja Beetroot hinpacken, auf die kleinen Felder. Und dann hier irgendwie, keine Ahnung, ich weiß jetzt gerade nicht, was es noch gibt. Ich glaube, sonst gibt es eigentlich nichts mehr an Pflanzen. Sweetberries werden nicht auf die Weise angepflanzt. Ich meine, da könnte man theoretisch auch kultivieren. Also hier könnte man sogar noch einige Felder machen. Moment, nein, das ist zu weit. Dann machen wir nämlich da auch schon auf. Ja, sehr schön. Ja, und das sieht gut aus. Dann machen wir hier Sandstein. Hier kann man auch ein paar Lampen dann integrieren. Da theoretisch auch. Wie sieht das denn da aus? Kann man da irgendwas?
noch machen. Ja, was sieht so komisch aus hier? Weil man könnte natürlich theoretisch. Das Ding ist, da geht halt die Mine rein. Die möchte ich auch nicht zuschütten oder so. Theoretisch könnte man hier das Feld weiterführen. Macht aber, glaube ich, mehr Sinn, hier halt auch Geländer zu haben und hier dann den Bereich ein bisschen frei zu haben. Na, nein. Mit Sand ab. Gib mir Sand. Da. Das erhöhen wir ein bisschen. Sollen wir da oben dann Zäune hinmachen? Okay, hier passen wir nicht durch. Sieht trotzdem ein bisschen blöd aus. Aber Zäune um Ecken sehen halt leider immer kacke aus. Ah, doch, doch, ja. Wir können das hier weiterführen. Nee, können wir nicht. Können wir nicht, können wir nicht. Sieht bescheuert aus wegen dem blauen. Wegen dem blauen Concrete Powder. So, 9 Stück. Ja, wenn wir jetzt noch ein paar
Ein paar Laternen holen. Das Ding ist, das ist 8 breit, ne? Genau, nur das hier ist 7, weil wir hier ein wenig zu wenig hatten. Wenn ich hier bekäme, man problemlos was rein. Nein! Ich will doch dann nur eine Redstone-Fackel hinsetzen, verdammt. Ach. Wenn ich den Stick in der Hand habe, ist natürlich wieder das Schematic Placement, keine Ahnung was. Ich muss auch definitiv wieder Redstone besorgen. Also Redstone habe ich, aber ich muss halt, glaube ich, bei der Raid Farm habe ich ein bisschen noch was liegen. Glowstone ist unten. Blöde Frage, kann man mich hören? Weil ich habe den Mikrofonausschlag auf der linken Seite, aber ich weiß nicht, ob vielleicht die Tonspuren sich irgendwie verschoben haben. Man hört mich sehr gut. Ich muss mal schauen, wie ich das mit den Streams jetzt weitermache, weil das Problem ist, dadurch, dass ich jetzt auch im Moment viel Rohmaterial aufbewahren muss für spätere Videos, geht mir ein bisschen der Speicherplatz aus. Das und mit 3 Streams die Woche ist natürlich auch viel Content, der dann noch verarbeitet werden möchte. Deswegen ist die eine Lampe wäre dann hier, aber das sieht vielleicht gar nicht mal so blöd aus, wenn man dann noch eine hier hat. Und eine hier. Dann haben wir eine zu wenig mitgebracht. So, das Ding ist, die haben halt keinen, ach, die haben keinen Tageslichtsensor, ne? Das können wir jetzt auch schlecht integrieren. Oder? 16 Terabyte Festplatte. Nee, ich habe intern nur 2 mit 4, eine SSD mit 1 Terabyte und halt noch eine externe mit 3 Terabyte, die halt aber langsam halt voll läuft, weil ich halt noch die ganzen Videos von vor dem Relaunch drin habe. Können wir hier irgendwo einen Tageslichtsensor verstecken? Geht das?
Der Sensor muss halt irgendwo halt sein, wo auch Tageslicht hinkommt. Geil wäre natürlich da oben aufs Dach. Aber da kriege ich das Redstone-Signal halt niemals runter. Also nicht so, dass es unauffällig ist. Ich glaube, am ehesten kriege ich es noch hier hin. So, ganz ehrlich, ich packe mal hier eine Ender-Chest hin. Nein, nicht das. Das bauen wir später. So, wenn wir den Tageslichtsensor da drauf auf den hier packen oder auf den hier, dann müsste ja der Block da drunter gepowert werden. Schauen wir mal kurz. Aber normalerweise. Wie empfange ich denn das Signal von unten? Die hier wird nicht getriggert dadurch. Ist aber euch egal. Wohl, warte. Nee. Die muss. Ja, das ist okay. So, bis dahin kommt es nur nicht. Wenn wir hier mit Slabs arbeiten, sollte das ja eigentlich auch nicht die Transmission unterbrechen. Und hier kann ich keinen Repeater reinmachen, obwohl doch kann ich. Hier. Und dann machen wir da noch einen Redstone Dust hin.
Also so kommt es sogar bis zum Ende, aber halt mit entsprechender Verzögerung. Weil ich glaube, bis da hinten haben wir auch nur eine Signalstärke von. Kann ich das sehen? Redstone Signalstärke sollte ich vielleicht bei Mini Hat auch mal einstellen. So, nur um sicher zu gehen. Das hier blockiert es nicht. Aber wahrscheinlich, wenn ich das dann hier hin mache. Also, beziehungsweise, das blockiert es nicht, aber sieht komisch aus wegen dem Sand. Wir brauchen mehr Mentalplatz, da führt kein Weg dran vorbei. Hier könnte man auch noch eine unterbringen. So, das hat Power 11. Power 12. Power 11. Wenn wir es hinkriegen, dass die alle die gleiche Power am Ende haben. Ja gut, hier werden wir das nicht hinkriegen. Das ist egal, macht keinen Unterschied. Macht null Unterschied, weil hier wird es auf 15 gesetzt und kommt bis zum Ende. Da drüben wird es auch auf 15 gesetzt. So, hat doch was. Damit ist auch für nächtliche Ernte gesorgt.
Abgesehen davon, dass ein paar von den Sachen auch schneller wachsen werden, weil sie halt da mehr Licht haben. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn ich den, den Timelapse dafür mache. Ich muss ja sagen, ohne Speedbeacon fühle ich mich fast schon ein bisschen sehr lahm. Okay, keine Karotte, also ist mir egal. Das Ding ist auch, mit einer Karottenfarm könnten wir uns theoretisch unsere eigenen goldenen Karotten craften, weil wir haben ja auch Gold ohne Ende. Das könnte wiederum unsere Emerald-Vorräte schon, weil die kann ich halt noch nicht AFK farmen. Ich glaube, ich gehe nie wieder zurück. Also, das ist so ruhig hier. Keine Phantome, die einen ständig angreifen. Kreischen, vor allem kreischen, rumschubsen und stören. I love it.
Boah, ich wollte schon sagen. Spreng mir jetzt nicht meinen Weg, bitte. Nee, das ist nur Rüstung. So, mehr Erde. Das ist. Ja, Course Dirt habe ich sogar auch als schon als Dings eingespeichert. Sehr gut, dann, weil Course Dirt können wir direkt nehmen. Wenn wir es später dann eh mit der Sense bearbeiten, wird eh Farmland draus. Und so schnell hat man aus 4 Stacks 8 gemacht. Sieht halt ein bisschen komisch aus, dass es jetzt hier unterschiedlich ist. Aber wenn das Feld dann einmal bestellt ist, dann ist es halt auch egal. Okay. Interessant. Dann holen wir uns mal kurz dann hier. So, und da hier das Aquädukt auch gar nicht weitergeht.
Okay, wir kommen nicht drum rum, uns noch ein bisschen Sand zu holen. Moment, wir müssen nur noch die. Doch, das war richtig. Wieder. Ein Stack brauchen wir mindestens noch, wenn nicht sogar zwei. So, aber nichts gespawnt, sehr gut. So, machen wir mal 24 und hoffen wir mal, dass das genau hinhaut.
Na. Ja, wir müssen es bis hierhin noch hochlegen, aber das ist okay, weil danach kommt kein Feld mehr, weil das Aquädukt gar nicht so weit reicht. Ah, haut doch sogar perfekt hin. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wir hatten noch nicht alles aufgesammelt. Ah, ich sehe, jetzt ist die Nachricht. Was hast du denn gemacht, damit es so ruhig ist? Ich habe die Game Rule geändert. Du Insomnia. Dass die halt einfach nicht mehr zutrifft. So, wenn einer von euch wenigstens eine Karotte droppt, dann bin ich happy. Natürlich nicht, das wäre ja auch nützlich, wenn die irgendwas droppen würden. Achso, Phantom einfach ausgelöscht. Ja. Wie gesagt, solange Mojang keine Möglichkeit anbietet, das irgendwie legitim zu tun. Sei es mit einem Beacon-Effekt, sehe ich das halt langsam nicht mehr ein. Weil das Ding ist, sie haben ja nicht mehr irgendwas Sinnvolles. Alles, was Phantome haben, ist Phantommembran. Wo in der Welt, wo du Mending hast, brauchst du das nicht für Elytra. Und ansonsten Slow Falling Potions, als ob ich so viele Slow Falling Potions wegsüffeln würde. Ich krieg aus jeder Phantommembran 3 Stück. Sollte Mojang auch mal drüber nachdenken. Mojang sollte über viel nachdenken. Beziehungsweise Microsoft sollte vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob die das mit ihrem Chat-Moderations-Feature wirklich durchziehen wollen, weil ich weiß noch nicht, ob ich dann über 1.19 hinaus updaten werde. Ich glaube, dann wird 1.19 erstmal wieder zu der Version, um die alle Mods gestrickt werden. Weil die Leute keinen Bock haben auf Microsofts Bullshit. Na, ich glaube, das wird nicht hinhauen, oder?
Rune of Legends werden von Modern 1.19 gebracht. Ja, das kann ich mir auch sogar fast vorstellen. Beziehungsweise gut, es gibt sowieso genug Leute, die Mods einfach allgemein bevorzugen. Wobei ich halt finde, dass viele Mods einfach auch zu weit gehen. Oh nein, 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 nein! RIP. Das wollte ich nicht. Okay, wir holen einmal. So, wir müssen gucken, wie viel davon jetzt zu konkret wurde. Du musst nicht mit Mods spielen, beschwer dich nicht über optionalen Gratis-Content. Ja, wie gesagt, ich finde, die meisten Mods gehen halt einfach zu weit und überlegen nicht, ob sich das, was sie tun, halt auch gut ins Spiel einfügt. Und ich finde, gerade Modpacks sind halt. So einzelne Mods kann ich das auch noch verzeihen. Aber wenn dann Modpacks auch noch zusammengewürfelt werden, sind diese Sachen halt oft auch überhaupt nicht aufeinander abgestimmt. Gerade die ganzen Technik-Modpacks, wenn du dann irgendwie 10-mal Kupfererz drin hast, weil jede von diesen Mods eine eigene Version von Kupfer hinzufügt und du kannst die alle nicht miteinander stacken, alle nicht austauschbar verwenden, ist nicht so cool. Nee, das ist Glas. Terrakotta war unten, ne? Wir hatten Concrete Powder hier oben. Bei den Modpacks, die ich gespielt habe, gab es immer nur einen Kopf, aber mehrere Mods. Gut, bei den größeren Modpacks gehe ich auch echt davon aus, dass es dann auch entsprechend angepasst wird. Ich glaube, das letzte Modpack, was ich gespielt hatte, war halt eine Eigenkreation von irgendwie von einem Freund, wo wir dann halt auf einem Server gespielt haben und der hat das halt nicht gemacht. Und ich habe mir dann auch noch prompt eine meiner aktuellen Welten zerschossen, die ich zu der Zeit hatte. Weil ich versehentlich die Welt mit diesen Mods aktiv geladen hat und dann waren alle Inventare im Spiel gelöscht. So, also ich glaube, Ackerland haben wir damit genug. Ja, und das hier, ich weiß noch nicht, was ich mit dem Teil hier mache. Ich würde ja sagen, wir lassen ein paar Bienen hier frei rumfliegen, aber wir haben ja gesehen, was aus denen wird. Die fliegen immer weiter ins Nirgendwo und kommen nicht wieder.
So, dafür brauchen wir auch eine Axt, weil ich will die Bäume weghaben. So, wir räumen mal kurz hier ein bisschen auf. Oh, ein Schaf ist da drin gelandet. Das ist gut, weil wenn wir noch eins da reinkriegen, dann haben wir noch mal was, falls wir Schafe züchten wollen. Dann muss ich sie nicht aus der Schaffarm rausnehmen. So, Huhn brauchen wir nicht. So, ihr zwei seid die glücklichen Gewinner. Ob es mit dem Leck hilft, keine Ahnung. Im Moment würde ich eher vermuten, nein. So, Federn bewahren wir mal auf. Moment, Federn hatten wir da oben schon. Hatten wir irgendwo Nahrung noch? Ich meine, ich hatte ja diesen einen Smoker, aber den habe ich ja weggemacht. Ach, stimmt, hier ist ja auch noch so viel Steak. Was wir auch noch verwenden könnten. Ja, aber ich glaube, zwischen den Folgen gehe ich mal hin, nutze das ganze Holz, was wir hier farmen. Und, Moment, ich mache kurz das Inventar noch frei. Und baue Komposter und mache dann auf alle Hopper, wo es sich anbietet, Komposter drauf. Ich glaube, es wird nicht alles beheben, aber es ist zumindest ein bisschen verhindern. Und vor allem hier setzt sich der Leck halt auch teilweise fort, wenn ich Shelter deaktiviere. Aber in anderen Teilen der Welt oder in anderen Welten, wie gesagt, zumindest ohne Shelter, ist es da eigentlich normalerweise tragbar. Weil ich meine, wenn wir jetzt mal gucken, ja. Crossroads Tempel, mehr so 15 FPS Tempel. Na gut, das Overlay zieht auch nochmal FPS, also das ist auch nicht so genau. Jetzt zum Beispiel gerade ist es wieder relativ flüssig. Ich glaube, die Zäune muss ich auch mal austauschen, dass das besser aussieht, weil hier mit dem Gras und hier mit dem Gras sieht das schon sehr strange aus. So, einmal kompletter Raubbau. Wir pflanzen diesmal keine Bäume nach. Ich habe ja leider so ein bisschen so einen Zwang, dass ich die Bäume immer direkt nachpflanzen will. Vor allem am besten auch am gleichen Ort.
So, insbesondere die Akaziensamen interessieren mich. Ach, und da ist ja unsere Blumenfarm. Dürfen wir mal bei der S4 Metro Belohnung für 10.000 auch eine extra Map machen? Also, du meinst eine Custom Map spielen? Ja. Also meinst du jetzt eine eigens angefertigte Metzel oder so eine Co-op Map im Sinne von Defeat the Waves? Ja, irgendeine. Ja, wie gesagt, geht beides. Nur ist halt ein bisschen witzlos bei einer Metzel-Map, wenn es dann eine ist, wo die Positionen nicht gleichwertig sind. Ich überlege auch, ob ich nicht beim nächsten Siedler-Stream nicht sogar so einen Karten-Editor-Stream draus mache. Weil bei mir gerade tatsächlich eine Idee für eine Singleplayer-Map rumschwirrt. Ja, ich muss nur gucken, wie ich das vom Setup her mache, dass man zumindest halt Editor und Spiel dann halt immer sehen kann. Lua-Edit dann auch noch reinzuhauen, wird, glaube ich, ein bisschen viel. Hi JS Kinder, willkommen zum Stream. Wie viele Punkte hast du schon? Das interessiert mich gerade auch, weil ich kann das tatsächlich nicht einsehen. Ich war überrascht festzustellen, dass das nicht geht. Anfänger. Hast halt zu viel Hydrieren gespammt, ne? Ich glaube, mein Freund dümpelt mit über 60.000 Punkten rum. Und hat halt nichts, wofür er sie ausgeben kann. Das Ding ist, ich weiß noch nicht, was ich hier aus der Seite mache. Also ob ich die terraforme.
Also auch, dass ich hier richtig Wüste draus mache, damit das wieder irgendwie passt. Macht eigentlich am meisten Sinn, weil der Tempel halt zumindest hier im direkten Umfeld eigentlich vollständig in der Wüste sein sollte. Nur so viel gespammt, weil ich dachte, ich halte dich damit am Leben. Ja, jetzt wo du es sagst, also wenn niemand Hydrieren spammt, dann denke ich auch nicht so sehr ans Hybrieren. Hybrieren vor allem ans Hydrieren. Na, so. Ich brauche vielleicht echt mal irgend so einen Trinkbecher, der weniger Geräusche macht, aber es muss halt auch das Getränk dann im Sommer kalt halten können. Jetzt löst Hydrieren ein, nachdem ich getrunken habe. Aber denkt dran, ihr müsst auch, vor allem jetzt, weil es ist zumindest hier relativ warm. Ich meine, hier drin geht's, aber es ist jetzt Juli, also die Temperaturen sind entsprechend.
jetzt so warm ist, macht den Preis doch nicht runter und nicht hoch. Ja, aber es soll ja auch ein bisschen die Leute davon abhalten, die 10.000 zu erreichen. Das soll ja nicht zu einfach sein. Ich brauche eher noch ein paar Belohnungen mehr, die da, die halt interessant sind. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn ein paar Leute dann erstmal die 10.000 erreichen, dann auch so eine Welle an Spielen kommt. Bin ich ja doppelt hier. Aber ich habe den Namen von der falsch ausgesprochen, ne? Fällt mir gerade so auf. Was? Ah, nein, 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 nein. Ich will die Samen wegschmeißen. So, Moment, die Sense brauchen wir nicht, weil wir haben nichts, was wir damit einpflanzen könnten. Stein kommt auch hier rein. Kaktus tun wir gleich weg. Okay, da oben müssen noch. Hier ist noch irgendwo Holz drin. Und löst es sich auf? Ich hoffe doch. So, zumindest haben wir jetzt nicht mehr diese harte Schnittkante. Okay, ist besser. Aber wie gesagt, wir müssen halt echt noch uns überlegen, oder ich muss mir überlegen, was wir in der Richtung so alles haben wollen. Und wie das dann aussehen soll. Also ich glaube, es macht am meisten Sinn, halt die Wüste hier in der Richtung halt zu schließen. Dass wir zumindest halt im Umfeld komplett was haben. Hi B-Wisser, oder B-Wisser, keine Ahnung.
Willkommen zum Stream. Ich habe gerade deinen Gewerberückblick gesehen und fand diesen Einblick echt interessant. Ja, deswegen habe ich es ja auch gemacht, weil es einfach so wenig an Informationen zu dem Thema gibt und so viel teilweise gefährliches Halbwissen. Also, das ist leider echt schlimm. So, einmal kurz aufräumen. Und dann können wir mal gucken, ob wir noch das Haus gebaut kriegen. So, das kommt noch in die Kiste. Und dann, wo ist... Da ist es. Ja, fast zwei Stacks Phantommembran. Also ich glaube, wir werden Phantome auf absehbare Zeit nicht vermissen. Oh, da bin ich ans Mikrofon gestoßen. So. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, hä? Aber die waren offenbar noch hier und waren noch nicht verbrannt. Und dadurch, dass ich halt in den Nether gegangen bin, sind sie halt auch nicht despawned. So, die Frage ist. Ich meine, ich glaube, das einzige mittlere Wohnhaus, was ich bis jetzt platziert habe, ist das bei der Mana-Produktion. Ich weiß halt nicht, was ich, ob sich hier. Das Ding ist, hier hätte ich halt, wenn gerne, auch irgendwie zwei. Aber es macht auch eigentlich dann mehr Sinn, hier zwei große zu haben. Und zwei große könnten zu viel sein, wenn ich die wirklich mit Betten vollstelle. Aber ich hätte halt schon gerne, dass die beiden Villager, die da sind, halt auch schon in den halt verlegt werden können, dass sie als Breeder agieren können. Kompliziert gerade. Und das Ding ist, die bis darüber mit Booten ist halt auch eine Katastrophe.
Aber ich meine, da sollten ja eher Wege abgehen von dem hier. Vielleicht sollten wir den erstmal ziehen. Ich glaube, das ist besser, wenn wir den zuerst ziehen. Moment, warte, die Ender Chest ist hier oben. Moment, hier liegen noch Phantommembranen. Das sind die letzten, die wir kriegen werden erstmal. Von daher sollte ich die vielleicht einsammeln. Ja, das hier gefällt mir auch noch nicht so ganz. Das ist noch nicht ausreichend gerundet, finde ich. So, versuche mal alles an Büschen wegzukriegen, was hier ist. Und guck mal, was sich dadurch dann auflöst. Und da habe ich mal eben versehentlich Stripped Wood geschaffen.
Ah, okay, es ist gar nicht so weit, wie ich im Kopf hatte. So, hier hätte ich ja gerne langfristig Flöße, wo man drüber springen kann. Gut, das hier ist halt jetzt gerade im Weg. Ich will jetzt aber auch das nicht so komisch schlängeln. Okay, das hier müssen wir schließen. So, der Leuchtstrahl von der Birken gibt uns natürlich auch eine gewisse Orientierung. Der Baum hier ist im Weg. Ja, wobei, wir können das auch rumführen. Bringen Sie einfach um, easy. Was? Wen soll ich umbringen? Nicht ich, aber du schreibst es in meinen Chat. Dann gehe ich davon aus, dass ich gemeint bin. Ach so, ich sehe die Antwort. Ja, irgendwie habe ich gerade ein bisschen Probleme, auf den Chat zu gucken. Wenn ich gerade meine Freunde bei mir selber eingeladen habe, aber sie eigentlich gar nicht hier haben will. Sie einfach rum.
Das ist schnell eskaliert. So, der Baum hier ist zu viel. Das wäre eine Lösung, die ich in Betracht ziehen sollte. Halt mich auf dem Laufenden, wie du dich entscheidest. Aber wir müssen mal vorläufig hier ausleuchten, weil sonst ist das zu gefährlich. Was ist das hier für ein... Okay, das ist nur so ein Mini-Teich. Hier könnte vielleicht später auch noch eine Fischerhütte hin. Wir führen das einfach mal rum. Ich will immer die Straßen so um den durch die Natur durchführen, aber ich muss halt wirklich gucken, dass ich mit dem gehe, was da ist.
Es, ja, wenn wir das dann hier lang führen. Okay, weil laut jetzt hier 34 FPS, 35, selbst mit Overlay. Also man merkt direkt den Unterschied. Ich muss definitiv gucken, dass ich Crossroads Tempel optimiere. Ding ist, im Dschungel sind so viele Bäume, die sich gegenseitig halt auch noch am Leben halten können mit ihren Blättern. Zum Beispiel hier war ja jetzt als eine Blatt, was mit dem hier halt verbunden war, und das hat jetzt auch den Busch hier am Leben gehalten. Wieso löst sich das Zeug nicht auf? Hier ist noch so ein Ding, so. Und hier ist noch eins. So, ich glaube, was kommt, ist da ein Baum. Von daher mache ich einfach nur hier die Trennung. So, nächster Stack Concrete Powder.
So, das ist definitiv zu viel des guten Grün. Bist du ein Baum oder bist du ein Busch? Du bist ein Busch, du kommst weg. So, du berührst da den Stamm. So, hier können wir uns abzweigen. Nein. Nein, nicht. Das möchte ich nicht. Warte. So, dem Baum ist nichts passiert. So, du musst weg.
Moment, das brauchen wir gar nicht. Brauchen nur hier. So, damit haben wir schon mal einen Pfad geschaffen. Ja, das sieht gut aus. Ah, können wir um den Baum herum? Weil, nee, wir können hier vorbei. So, damit haben wir zumindest schon mal Wege, aber ich glaube keinen, der wirklich eben verläuft.
So, das kommt weg. Was kommt hier rein? Und alle Items, die wir für das Haus benötigen, nehmen wir in die Hand. So, ich dachte schon, ich hätte die Raketen und den Lightjar weggeräumt. Aber die Straßen helfen schon. Na gut, hier haben wir keine Fackeln verteilt bei der Straße. Hier ist ein mittleres Wohnhaus. Wir verteilen aber vielleicht gerade noch vorher Fackeln. Also an der Straße, einfach, dass wir ein bisschen mehr Orientierung haben. Und vor allem möchte ich gerne die Schematik platzieren, wenn es Tag ist. Ja, das war klar. Das war so abzusehen. Okay, wir schlafen. Wir haben noch keine Ender Chest, das ist nicht so gut. Twitch schreibt ihr alle paar Sekunden Welcome to the Chatroom. Das, ja, irgendwie, ich glaube, wenn du vom Chat-Server disconnectest und wieder reconnectest, passiert das. Irgendwo hier läuft ein Creeper. Genau.
So, bis hier. So, wir müssen jetzt aber die Shader deaktivieren, weil... Oh, es ist alles so extrem hell dann. Hallo? Ohne Shader sieht es halt irgendwie einfach direkt total komisch aus, wenn man die ganze Zeit mit Shader gespielt hat. Komm, wir gehen einmal auf den Turm. Ach, schon mal wieder ans Mikro gestoßen, das gibt's doch nicht. Nein, nein, hier. So, das hier benötigen wir nicht mehr und das hier auch nicht. Create Placement. Rotation. Ich kann jetzt gerade ganz schlecht erkennen. Ja, das hier ist es. Das ist es. Okay. Bauen wir es. Okay, das hier muss noch. Das muss noch eins runter. Mann, dieses Pick-Block ist mit Schematics total nervig.
Sollen wir die Chiseled Stone Bricks schnell verbrauchen? Dann. Nein, das ist falsch. Yellow Terracotta. Wenn das mit dem VPN zusammenhängt, kann ich mir vorstellen. Red Terracotta, okay. Rotes Terrakotta, das Ding ist, viel von dem roten Terrakotta sehen wir gar nicht. Nur zum Glück interessieren sich Spinnen nicht für Villager, weil Spinnen kämen hier auf jeden Fall rein. Ja, notfalls mache ich hier auch Fenster rein, aber. Also Scheiben. Da, hier,
Und hier oben müsste noch einer sein, genau. Ja, das hier ist so eine komische Geschichte mit dem Terrakotta. Verdammt, wie richtet man das korrekt aus? Das funktioniert. Ah, okay, ich muss, glaube ich, nach innen zeigen. Macht's auch. Okay. Ja, ich muss nach innen zeigen dafür. So, ja. Okay, jetzt habe ich es raus. Und geschafft. VPN, ja gut, kann sein, dass Twitch da vielleicht auch einfach Gegenmaßnahmen hat. Also wenn man jetzt guckt, das Terrakotta gibt jetzt so ein ähnliches Muster, wie man es halt auch in-game sieht. Also zumindest von der Farbgebung her. Ich meine, klar, das Muster an sich ist nicht identisch. Polished Andesite. Vor allem, und sind wir auch noch gut in der Zeit, also ohne Lightmatica hätte ich dafür wahrscheinlich jetzt viel länger gebraucht. Von daher, ich bin so froh, dass wir diese Mod haben. Ist da ein rotes Oval? Nee, ne? Das sieht so rötlich aus, aber das ist, glaube ich, einfach nur das Licht. Ja.
Okay, polished Andesite Slab Double. So, das hat doch was. Moment. Ich mache noch die Schematik aus. Ausgesetzt, ja. Hat doch was. Kann man, finde ich, nicht anders sagen. Wir können nochmal einen genaueren Blick reinwerfen. Und vor allem gucken, ob das ja auch spawn-proof ist. Ja, ist es. Ich meine, gut, das mit der Decke innen. Kann man vielleicht noch, ich meine, hier kann man locker noch eine Polished Andesite Wall, nicht Wall, Decke reinziehen, wenn man möchte. Um den Innenteil habe ich mich halt bei der Planung weniger gekümmert. Aber 20 Betten kriegst du hier bestimmt rein. Je nachdem, wie sehr du stapelst, also beziehungsweise wie eng du sie beieinander machst. Ist natürlich weniger, wenn man noch einen Villager Breeder hier drin haben möchte. Was wahrscheinlich dieses Haus hier leisten muss, damit hier halt immer schön was rumläuft. Ist das korrekt? Ja, anscheinend. Ja, das ist richtig. Aber ich bin zufrieden und ich fand, das ging jetzt auch in einer total annehmbaren Zeit. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob sich der Timelapse, also ob da so viel beschleunigt sein wird. Oder beschleunigt war. Das könnt ihr mir dann im Highlight-Video sagen. Ich danke auf jeden Fall fürs dabei sein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Minecraft Hardcore. Bis dahin.